Und wir schreiten direkt voran. Und bevor ich das Wort an Herbert M. Hurker gebe, möchte ich doch unseren nächsten Vortragenden vorstellen. Herbert M. Hurker ist Publizist im Bereich Kultur, Medien und Kunsttheorie. Literarische Veröffentlichungen unter anderem in Manuskripte. Und ich möchte eine Sache besonders hervorheben, vielleicht wirst du es mir verzeihen, als ich das natürlich sofort nenne. 2018 kam die Publikation raus, HR Giga, das Buch. Und damit schließt sich natürlich auch hier ein wenig der Kreis bezüglich der Bildwahl für das Symposium, die Gebärmaschine von HR Giga, das quasi jetzt vorgezogen. Ansonsten Bücher zur medialen Gewalt aus der Perspektive der Opfertheorie von René Girard, unter anderem Phantasmen der Gewalt, Filmdämonen. Zuletzt Co-Autor von Kritik des Transhumanismus, das heißt Janina, ihr passt wunderbar zusammen, wie auch die vorherigen Panel-Vortragende. Seit 1995 regelmäßige Beiträge in Ästhetik und Kommunikation, Funktion unter anderem als Redakteur bei Ästhetik und Kommunikation Berlin und Kunstkritiker bei der Badischen Zeitung in Freiburg. Und Herbert, du wirst uns heute über den Performance-Künstler Stelak etwas erhellen und vielleicht auch ein paar Worte noch zu Giga sagen. Auf jeden Fall zur Feier des Teaser-Bildes vielleicht auch etwas. Und ja, vielen Dank, dass du hier bist. Danke für die Vorstellung, für die freundliche. Und natürlich auch danke schließe ich mich meinen ganzen Vorrednerinnen und Vorrednern mit der gebotenen Emphase meiner Dankesbekundungen ebenfalls an. Danke nochmal. Haut ist elastisch, darum genügten drei Haken. Das wäre aber zu schmerzhaft. Aus dieser Erkenntnis begründete der australische Performance-Künstler Stelak, dass er sich statt an nur drei an 18 durch die Haut seines Rückens gezogenen Stahlhaken aufhängen lässt. 60 Meter von einem Kran in die Höhe gezogen, aufgespannt zwischen zwei Hochhäusern in New York, später dann meistens in kleinen Galerien und ohne Publikum, führte Stelak in den 13 Jahren von 1976 bis 1989 zahlreiche solche Aufhängeaktionen, Suspensions, durch. Der 1946 in Limassol als Stelios Arkadiou geborene Künstler setzt sich mit dem Verhältnis des Menschen zu äußeren Einwirkungen auseinander. In seinen Performances experimentiert er mit Prothetik, Robotik, Virtual Reality Systemen und dem Internet. Den Körper begreift er als ein offenes System, das fusioniert mit Technik sukzessive zum Cyborg mutiert. Seine extremen Aktionen sollen den Beweis erbringen, dass die Voraussetzungen der körperlichen Integrität wie auch generell einer Identität, die sich auf Basics gründet wie Seele und Geist, kulturell bedingte und deshalb obsolete Konstrukte sind. Im Rückblick von den späteren Performances aus den praktizierten Körpertechnikfusionen nehmen sich diese Hängeaktionen wie ein Training aus, um das Fleisch für technische Eingriffe zu stehlen, den Körper zu einem Material umzuwerten, um wieder einmal den neuen, jetzt endgültig vollkommenen Menschen zu erschaffen. Danke. Isoliert man die Aktion aus dem Kunstkontext, reduziert sich diese Prozedur auf eine der mehr oder weniger spektakulären Annäherungen an das Limit der körperlichen Leidensfähigkeit, auf einen ersten Blick vergleichbar mit jenen Grenzerfahrungen, wie sie Beispiel moderne Abenteurer und Extremsportler suchen. Weit darüber hinausgehend aber lassen sich zwei Motive aus Stelaks Performance-Praxis extrahieren. Zum einen das ideologische Phantasma des neuen Menschen, zum anderen dessen anthropologischer bzw. soziologischer Hintergrund die Grenze. Letztere lässt sich kaum unmittelbarer, kaum näher und auch kaum evidenter veranschaulichen als an der Haut. Dass der französische Psychoanalytiker Didier Anzieux, der die freudschen Instanzen um ein Haut-Ich ergänzt, auf den Anglizismus Interface zurückgreift, bringt ihm den semantischen Vorteil
einer Doppelbedeutung ein, nämlich Grenz- und Verbindungsfläche. Trotz Rückgebundenheit ans unmittelbar Körperliche eröffnet der Signifikant Haut eine unerschöpfliche Verweiskette, wobei sich für eine allgemeine Begriffsbestimmung nach wie vor Hegels altgedienter Einwand gegen Kants Kategoriensystem vorschalten lässt, dass nämlich eine Grenze zu setzen immer schon heißt, diese bereits zu überschreiten. Ein Diesseits einer Grenze ist nur dann logisch, wenn es auch ein Jenseits davon gibt. Offensichtlicher als in dieser mehr oder weniger unbewusst bleibenden Nahbeziehung zum Körper, für die soziale Gefüge jedoch von fundamentaler Bedeutung sind territoriale Grenzen übertragen auf juristische, psychologische und soziologische Bedeutungsfelder, aber diffundiert der Begriff der Grenze sehr schnell, sodass seine intuitive Qualität zunehmend zu einer Scheinevidenz zerbröselt. Genau genommen lässt sich kein bedeutsamer Kontext vorstellen, der nicht kodiert ist durch imaginäre Demarkationslinien, Rechtssystem, Religion, Wissenschaft, Sexualität, Politik, Kultur und so weiter. Grenzen erweisen sich als Invariablen des menschlichen Denken und Handels, lassen sich gleichzeitig aber nie positiv bestimmen, weil sie permanenten Veränderungsprozessen und Kontroversen ausgesetzte Übereinkünfte sind, disponibel, volatil, unbeständig. Zwar von einer elementaren Kraft und selbst als scharfer Einschnitt ist die Grenze ein Phänomen nahe dem Nichts und provoziert vor allem eins: Überschreitung. Dazu Foucault, Zitat, in dieser Schmalheit der Grenze zeigt sie sich blitzartig als Übergang, Zitat Ende. Dann aber geht Foucault weiter als Hegel, indem er eine Manie, ja einen Wiederholungszwang der Überschreitung diagnostiziert, Zitat, die Grenze und die Überschreitung verdanken einander die Dichte ihres Seins. Eine Grenze, die absolut nicht überquert werden könnte, wäre inexistent. Umgekehrt wäre eine Überschreitung, die nur eine scheinbare oder schattenhafte Grenze durchbrechen würde, nichtig. Soweit Foucault. Dieses Phantasma der Überschreitung wendet sich allerdings auch in eine selbstreferenzielle Spirale, in dem der Mensch spätestens seit der Antike Prozeduren seiner Selbstüberwindung befangen ist. Als deren psychologisches Substrat lässt sich eine besonders die Zivilisationsgeschichte bestimmende Selbstabwertung festmachen. Ohne an dieser Stelle genauer dies auszuführen, wäre zumindest darauf hinzuweisen, dass diese Abwertung mit Macht, Unterwerfung und Gewalt zu tun hat, durch die Menschen nicht nur realiter entwertet werden, sondern sich auch als entwertet empfinden und wahrnehmen, was bekanntlich eingeschrieben ist in die Etymologie von Subjekt, vom lateinischen Verb subjicere, unterwerfen. Diese Selbstabwertung übersetzt sich in kollektive Kompensationsfantasien. Wiedergeburt, Gottwerdung und Erlösung bilden Narrative des Auswegs, in denen sich ein tief verwurzeltes Bewusstsein von der Begrenztheit des Menschen artikuliert. Menschsein bedeutet Grenze und wird deshalb als ein vorläufiger Zustand aufgefasst. Obwohl in dem konstitutiven Gefühl des Mangels die vorzivilisatorische Erfahrung einer übermächtigen, gefährlichen Natur durchschlägt, ändert die zunehmende Naturbeherrschung und fortschreitende Zivilisation nichts an dieser Grundbefindlichkeit. Das Unterlegenheitsgefühl gegenüber der Natur verschob sich in Richtung Gesellschaft, wo die diffuse Angst vor der Bedrohung auf die anderen projiziert wird. Nach Sartre sind sie die Hölle oder seit jeher Homo homini lupus, der Mensch dem Menschen ein Wolf. Der unverbrüchliche Glaube, der Mensch sei ein Mangelwesen, sündig und promiskuitiv, setzte sich um in Affektkontrolle, Steuerung des Begehrens, Zügelung der Leidenschaften und Begierden, um den Idealzustand des Seelenfriedens zu erreichen.
während auf Lust und Genuss gepolte Körper die Herrschaft des Willens unterworfen wurden. Der Körper setzt sich selbst und aus sich heraus Grenzen, allerdings läuft in dieser endogenen Grenzziehung die Überschreitung immer schon mit. Der von der griechischen Stoa beeinflusste Apostel Paulus liefert einen ersten Beleg dafür, dass die menschliche Mangelhaftigkeit nur ein vorläufiges Stadium sein dürfte. Zitat: Legt den alten Menschen ab und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Zitat Ende. Aus diesem Bild des neuen Menschen erwächst eine Utopie, die den schicksalsergebenen Terminismus aufkündigt, wie ihn noch die griechische Tragödie widerspiegelt. Die Projektion des neuen Menschen wird zum Projekt, differenziert sich aus mit den Naturwissenschaften in der Renaissance, treibt die Aufklärung voran, befeuert die Französische Revolution, wird mit Nietzsches Übermenschen zur Obsession, infiziert die russischen Utopisten und Kosmisten über die Oktoberrevolution hinaus bis in die Stalin-Diktatur und pervertiert sich endgültig im Nationalsozialismus. Dementsprechend lässt sich das Konzept neuer Mensch auch umwerten in eine negative Utopie gegen die Beherrschten wie in den Diktaturen des 20. Jahrhunderts. Martin Roth und Klaus Vogel tragen einen weiteren Aspekt bei. Zitat: Nationalismus, Nationalsozialismus und Stalinismus, die Realisierungen der Staatsideologien benötigen den neuen Menschen als Synonym für Menschenökonomie, als Zugriff auf das Individuum im Sinne der verordneten Verfügbarkeit. Der durchschaubare, der züchtbare Mensch steht im Mittelpunkt staatlicher und wissenschaftlicher Doktrinen. Zitat Ende. Dieser züchtbare Mensch, dessen Ziel sich Nietzsche im Übermenschen erträumt hat, ist inzwischen auf der Tageskarte der Biotechniken, der Genmanipulation, des direkten Eingriffs ins Gehirn der künstlichen Intelligenz, wie auch der technischen Augmentierung des Körpers und in Labors, auf Operationstischen, wie auch für die Thinktanks von Silicon Valley, längst keine Science Fiction mehr. Die ursprünglich in diesem Genre fantasierte, respektive antizipierte Überwindung der biologischen Grenzen ist seit den 1970ern als Trans- oder Posthumanismus philosophisch ausformuliert und übersetzt in eine praxisorientierte Sozialtheorie. Der neuere, etwa von Ray Kurzweil vertretene Transhumanismus geht weiter als die hardwaregeprägte Verschmelzung von Körper und technischen Apparaten, indem er darüber hinaus die Substituierbarkeit des Menschen durch digitale und intelligente Technologien prognostiziert, mit dem finalen Nutzen, den Menschen in die Unsterblichkeit zu führen. Soweit dieser zugegebenermaßen etwas grobmotorische Abriss des Transhumanismus. Mit seinen Aktivitäten inszeniert und demonstriert der Künstler Stelag in concreto, nämlich am Fleisch des eigenen Körpers, worüber transhumanistische Theoretiker nur spekulieren. Überschreitung, Körper, Fleisch, Technik, Digitalisierung, Prothetik, Implantat, Cyborgismus, Transhumanismus, Körperflucht, Kontrolle, Fremdbestimmung, Performance. Diese Termini vernetzen sich zu dem Aktionsfeld, in dem Stelag sich bewegt, das er auslotet, erforscht und erweitert. Die Performances, die Stelag neben und nach seinen Hängeaktionen entwickelt, heißen Exoskeleton. Gemeint ist eine raumgreifende Laufmaschine, die Prothese dritte Hand, das elektrostimulierte Nervenbündel Ping Body mit gesteigerter Fortsetzung in Stimbad und Parasite, die Bioapplikation drittes Ohr, die filmende Magensonde Stomach Sculpture und mit Movatar die 1:1 Übertragung von Körperaktionen auf einen Avatar. Das Exoskeleton. Nachdem die Hängeaktionen die fleischliche Körperoberfläche thematisiert haben, springt er mit dem Begriff Exoskeleton,
der eine hydraulisch gesteuerte Laufmaschine bezeichnet, zum entgegengesetzten Pol der perforierten und gezerrten Haut. Es handelt sich um eine pneumatisch angetriebene Prothese aus 6 insektenartig angewinkelten Beinen. Der Körper steht aufrecht auf einem Drehtisch in der Mitte der Stahlkonstruktion. Als Steuereinheit dient ein gerüstartig verlängerter Arm mit einer Pneumoautomatik. Der menschliche Arm geht über in eine prothetische Hand mit Drehgelenk und beweglichen Fingern. Die Impulse vom körperlichen Arm übertragen sich auf den Kunstarm, von da aus weiter auf die Beine, sodass die Aktionen der Maschine letztendlich als Bewegungen dritten Grades zu klassifizieren wären. Es handelt sich also weniger um ein Exoskeleton, um ein Exoskelett im zoologischen Sinn, sondern vielmehr um ein externalisiertes Skelett und eine monströse Prothese. Die dritte Hand. Hierbei reduziert sich die Distanz zwischen Körper und Technik. Das prothetische Modell eines zusätzlichen Arms empfängt die Bewegungsimpulse von der Oberschenkel- und Bauchmuskulatur. Stelarc beschreibt das Supplement wie folgt, Zitat: Diese künstliche Hand, eher eine Addition denn ein prothetischer Ersatz, wird am rechten Arm befestigt. Sie ist unabhängiger Bewegungen fähig, verfügt über ein Druck- und Greifsystem, eine 290-Grad-Gelenkrotation im sowie gegen den Uhrzeigersinn und besitzt über ein taktiles Feedback-System sogar einen rudimentären Tastsinn, Zitat Ende. Welche Koordinierungsleistung dieser Apparat dem Performer abverlangt, verdeutlicht sich in dem Wort Evolution. Arbeitsteilig schreibt jede der drei Hände, und zwar synchron, je 3 der 9 Buchstaben. Die Impulse in die Kunsthand laufen über die an die Oberschenkel- und Bauchmuskulatur angeschlossenen Elektroden. Evolution, kein anderer Begriff, könnte das gesamte Programm besser überschreiben, weil es vor allem die fünffingrige Greifhand war, die den Entwicklungsschub vom Primatengehirn zum menschlichen Gehirn auslöste. Sobald sich die Bewegungsimpulse verlagern lassen, die Anschlussstellen disponibel werden, ist es keineswegs mehr zwingend, dass sie mit dem natürlichen Körper verbunden bleiben. Aus dieser Tatsache eröffnet sich ein überraschendes und unabsehbares Feld. Zwar noch am eigenen Körper installiert, bewegt immerhin eine Fernsteuerung den künstlichen Arm aus der abgelegenen Rumpf- und Beinmuskulatur, sodass eine gänzliche Externalisierung der Energiequelle fast schon logisch erscheint. Indem Stelarc nun die ursprünglich körpereigene Energiequelle ans Internet delegiert, switcht er auf ein vollkommen neues Level. Pink Body. Der Kopf steckt in einem Metallring. Und zu den an mehreren Stellen auf die Haut gepinnten Elektroden führt eine Masse von Kabeln, die den nackten Körper als ein lianenartiges Gewirr einhüllen. Dazwischen Schaltkästen, darunter auch eine Soundbox. Mit der spektakulären Performance Pink Body trat Stelarc im November 1995 beim Telepolis Fractal Flash Event in Luxemburg auf. Für diesen webbasierten Auftritt wurden die Städte Paris, Centre Pompidou, Helsinki, The Media Lab und Amsterdam, Doors of Perception Conference, elektronisch verschaltet, sodass die beteiligten Akteure im Internet per Stelarcs Computer Interfaced Muscle Stimulation System über elektrische Impulse Zugriff auf den Performer erhielten. Zitat: Ich konnte das Gesicht der Personen sehen, die meine Bewegungen steuerten. Das erzeugt eine intime Beziehung. Es entsteht eine Bewegung ohne Erinnerung und ohne Wunsch. Zitat Ende. Während die soziale Komponente der intimen Beziehung und das regressive Moment der Ausschaltung konstitutiver psychischer Funktionen durchaus auf eine transhumanistische Befindlichkeit hindeuten, gibt sich der rein optische Eindruck recht unkomplex.
Stelaks Körper zuckt und zappelt lediglich, bekannte Bewegungsschemata lassen sich kaum erkennen, es sei denn elektroschockhafte Reflexe. Allerdings überlässt Stelak die Kontrolle nie komplett den externen Akteuren, sodass willkürliche und unwillkürliche Bewegungen parallel ausgelöst werden und je nachdem auch miteinander konkurrieren dürften. So gelingt es ihm auch im Chaos der Fremdimpulse, die applizierte Roboterhand zu steuern und die abgefilmten Bilder auf der Website hochzuladen. Ein YouTube-Video zeigt den Performer exponiert wie in einer Bühnenszene bzw. isoliert wie in einer wissenschaftlichen Versuchsanordnung. Es ist evident, dass sich Pink Body mit der körpereigenen Elektrizität des Nervensystems und der extern zugeführten Energie in die Netzmetaphorik eines globalen Nervensystems des 21. Jahrhunderts einklingt, rückgebunden allerdings an einen realen Körper aus Fleisch und Blut. Sofern Schmerzen als Intensivierung des Selbstgefühls erlebt werden, erweitern die Hängeaktionen sich um einen Zustand, über den sich das transhumanistische Programm mit den Affekten des Individuums rückkoppelt. Unbesehen dessen, wie weit der Transhumanismus sich auszugreifen bemüht, wenn er Evolution, Mensch, Natur, Eschatologie und nicht zuletzt die Unsterblichkeit in seinem Menü auflistet, ist das Moment der Selbsterregung nicht zu ignorieren, denn rückt man das Motiv der Unsterblichkeit nach vorn, erscheint es sehr plausibel, dass allen anderen Zielen vorgelagert Ängste und ähnlich prekäre Grundbefindlichkeiten den heimlichen Mittelpunkt der transhumanistischen Überflüge bilden, auch wenn es naheliegt, dass die aktuellen technischen Möglichkeiten durchaus dazu verlocken, sich die Unsterblichkeit als eine immer realistischere Option vorzustellen. Selbsterregung ist indessen ein Fachterminus aus der Elektrophysik, der im Zusammenhang mit der Pink Body Performance Aufmerksamkeit verdient. Analog zum Experiment, mit dem Galvani 1870 an Froschschenkeln bewies, dass elektrische Impulse das Nervensystem erregen und Muskelkontraktionen auslösen, schließt der Künstler sich selbst an ein elektrifiziertes Reizsystem an. In seiner Studie Das intensive Leben beschäftigt sich Tristan Garcia mit den Folgen der Erfindung des elektrischen Stroms für die Verfassung, das Denken und die Lebenskonzeptionen des modernen Menschen und kommt zu dem Schluss, dass die Erfahrung einer durchelektrifizierten Lebenswelt nicht nur die Bedürfnisstruktur des modernen Menschen verändert, sogar einen neuen Menschentypus hervorgebracht hat, der weniger daran interessiert scheint, wie man richtig lebt, sondern vielmehr, wie man intensiv lebt. Ein neuer Menschentypus, geboren aus der Technik, damit ist zumindest avant la lettre das anthropologische Fundament des Transhumanismus gelegt, wobei sich am Beispiel Stelaks ebenfalls zeigt, dass das transhumanistische Subjekt im Modus eines mit technischen Applikationen aufgerüsteten Cyborgs a priori der elektrifizierte Mensch ist. Was nicht nur Pink Body, sondern auch den Hängeaktionen eine zusätzliche Aktualität verleiht, ist der körperliche Extremismus, der Garcias These von der Intensität zuarbeitet. Zitat: Vielleicht können wir auch nur das empfinden, was intensiv ist, als das, was zunimmt, abnimmt, sich ändert. Vielleicht definiert es uns sogar. Zitat Ende. Stimulated Body. Unter diesem Titel läuft seit 1994 ein Muskelstimulationsprogramm, das Impulse von Computern sowie aus dem Internet aufnehmen und übertragen kann. Im Gegensatz aber zu Pink Body wird im weiteren Verlauf des Projekts die sogenannte Intimität mit den Impulsgebern bis zu deren Anonymität zurückgefahren. In weiteren Projekten wie Parasite und Movatar wird das Internet analog zu McLuhans und Garcias Bestimmung des Elektrizitätsnetzes als externalisiertes Nervensystem
zu einem globalisierten Organ. Diese Anonymisierung der Akteure entspricht Stelags Konzeption der zur Technik hin offenen Körpergrenzen. Drittes Ohr. Ein aus dem eigenen Zellpool gezüchteter Fleischrelief verwächst als drittes Ohr mit dem Unterarm. Nach 6 Monaten hatte das Bioimplantat Blutgefäße und Nerven ausgebildet, sodass es seit da in den Organismus integriert ist. Während das Ohr den Charakter einer Ausbuchtung hat, widmet sich der Künstler mit Stomach Sculpture körperlichen Hohlräumen. Eine kapselförmige, skulptural ästhetisierte Sonde aus resistenten Metallen, die ihrerseits versehen ist mit einer endoskopischen Kamera, deren 6 tägliche Einblendungen zuletzt das Bildmaterial für ein Video liefern. Wo mit dem dritten Ohr die Körpergrenzen sich aufheben, veröffentlicht die Markenskulptur das normalerweise unsichtbare Körperinnere. Die bisherigen Körpertechnikfusionen erweitern sich um einen medizinischen Komplex. Das Projekt Movatar designt nun ein Derivat des Körpers, trennt an dieser Stelle nun Körper und Technik. Anstatt von einem befehlsgebenden Eingabegerät wie einer Maus etwa, übertragen sich die Bewegungen von Körper zu Körper, und zwar von real zu virtuell. In Stelags bisher unrealisierter Fantasie läuft das Modell auf ein Feedback-System hinaus, in dem ein KI-begabter Avatar die Autonomie erlangt, um auf den physischen Körper zurückzuwirken und den Status eines Movatars zu erreichen. Die Utopie wäre die Totalvernetzung von Realkörpern und Movataren. Hinsichtlich der menschlichen Fortpflanzung wünschte sich Aristoteles dereinst, man sollte den Samen im Tempel kaufen können. Was den Philosophen zu dieser noch lediglich misogynen Ausfälligkeit angetrieben haben mag, richtet sich bei Stelag dann gegen die Biologie schlechthin. Zitat: Was wichtig ist, ist nicht mehr der männlich-weibliche Geschlechtsverkehr, sondern die Zwischenfläche zwischen Mensch und Maschine. Der menschliche Körper ist veraltet. Zitat Ende. Es wäre also ernstlich zu hinterfragen, was bei einem überwundenen Körper mit dem Begehren der Sinnlichkeit, der Libido, der Leidenschaft und ähnlichen Intensitäten passiert. Da prinzipiell keine Notwendigkeit zu erkennen ist, das Projekt der Immortalität an die Überwindung des Begehrens zu koppeln, scheint es, trotz Stelags Zurückweisung freudscher Kategorien angebracht, gerade diesem Motiv Aufmerksamkeit zu schenken. Zitat: Können wir von einem Körper sprechen, der kein Gedächtnis und kein Verlangen hat und ohne Emotionen auftritt? Wir produzieren etwas, das nicht vom Gedächtnis abhängen muss, nicht vom Verlangen getrieben wird. Ist es möglich, eine persönliche Beziehung zu jemandem zu haben, ohne in Nostalgie versunken zu sein, nicht von Verlangen und Erwartung getrieben, ohne mit Emotionen aufzutreten? Viele unserer philosophischen Probleme verschwinden, viele unserer persönlichen Probleme müssen nicht mehr existieren. Sinnvoll ist Interaktion, Austausch, Konnektivität, Kollektivität und damit der Übergang zu einer intelligenten Funktion im Internet. Zitat Ende. Um connected zu sein, genügt offenbar allein die abstrakte Vorstellung, connected zu sein, wozu sonst sollte es Sinn machen, Emotionen von vornherein wegzuprogrammieren. Bindungen, je mehr davon, desto besser, werden als Maximalziel angestrebt, was sie aber zum dominanten sozialen Effekt, Affekt macht, darf nicht sein, als läge die Zukunft in einem gefühlsfreien Design menschlicher Beziehungen. Es ist also keineswegs der Körper obsolet, sondern das Programm der Entkörperlichung zugunsten transzendentaler Abstrakta, in denen sich im Kern auch dann nicht viel ändert, wenn sie unter dem Vorzeichen technischer Machbarkeit als immanent verwirklichbar dargestellt werden.
Zuletzt bleiben es dieselben reaktionären Muster, die fundamentalistische Bewegungen perennieren, wenn sie zwar die bedingungslose Regression zu sonst wie fantasierten Ursprüngen predigen, sich zur Verbreitung ihrer Ideologien gleichzeitig der fortschrittlichsten Medien und Technologien bedienen. Abschließend drängt sich also die Frage auf, wozu Unsterblichkeit, wenn der Körper als Ort und Medium der Intensitäten überwunden ist. Gut, das schaffe ich. In der Tat entwickeln sich aus den technischen Möglichkeiten, dass jeder und jede Beliebige sich zu einem Cyborg auftunen können, offensichtlich vollkommen neue Wunschökonomien. Der sich als Avantgarde-Künstler bezeichnende Cyborg-Aktivist Neil Harbison ist mit einer implantierten Antenne im Schädel der erste von einer Regierung offiziell als Cyborg anerkannte Mensch. Ursprünglich als Prothese konzipiert, und zwar um Farbenblindheit zu kompensieren, indem sich die physikalischen Schwingungen der Farbe mit Hilfe dieser Antenne in hörbare Tonfrequenzen übersetzen, damit die fehlenden visuellen Reize akustisch wahrnehmbar werden, wird das Cyborg-Implantat zuletzt sogar als Kunstwerk ausgewiesen. Mit der Trans-Species Society gründete er in Barcelona eine Gesellschaft, die Interessierten helfen soll, sich zum Cyborg aufzurüsten. Ihre Cyborgisierung nehmen die Mitglieder selbst in die Hand, wenn sie in Workshops lernen, wie man mit einfachsten Mitteln elektronische Implantate bastelt, um den angeborenen Sinnesorganen welche hinzuzufügen, die zwar verschiedenen Tieren, wohl aber nicht dem Menschen gegeben sind. Sensoren etwa, mit denen sich Magnetfelder, Luftdruck oder die Stärke von Wi-Fi-Signalen fühlen lassen. So, machen wir bis hier. Entgegen dem, was Dirk Sprehn unter dem Begriff der Upgrade-Gesellschaft subsumiert, technologische Erweiterungen wie Herzschrittmacher, Datenbrillen und dergleichen, manifestiert sich in den Barcelona Self-Made Cyborgs ein veritabler Qualitätssprung, der sich mit Harbison auf den Punkt bringen lässt. Zitat: Mit meiner Kunst möchte ich die Anatomie einer ganz eigenen Spezies schaffen, komme meinem wahren Ich, meiner wahren Identität damit näher. Zitat Ende. Die Erinnerung daran, dass die Science Fiction manches davon um Jahrzehnte vorweggenommen hat, erscheint mittlerweile höchstens als eine Arabeske am Rand der realen Verhältnisse. Die Mikrochips, die der Erfinder des Begriffs Cyberspace William Gibson in seinem Roman Neuromancer seine Figuren in einen Schlitz hinterm Ohr einführen lässt, um Gehirn die Simulation ganzer Realitäten entstehen zu lassen, ebenso zu vergegenwärtigen, die interplanetaren Mensch-Maschine-Kombinate, um die der Schweizer Dark-World-Maler H.R. Giger unter dem Gattungsbegriff Biomechanoiden die jüngere Kunstgeschichte bereicherte. Wenn im Hintergrund solcher Fiktionen stets die Gewalt mitläuft, so zieht Stelag diese mit der exponierten Realgewalt seiner Eingriffe in den Körper ins Licht der Bühne. Unter diesem Gesichtspunkt unterscheidet er sich nur wenig von jenen neuen Abenteurern, die nach David Le Breton das Risiko brauchen und immer hinter dem Extrem her sind. Zitat: Limit, Grenze, aber stets jenseits dessen, was bereits da ist, und ein Individuum auf der Suche, die es nicht benennen kann, die es unablässig antreibt, die nicht befriedigt werden kann. Und der Körper, der ist Widersacher, den es zu unterwerfen und zurückzuweisen gilt. Doch über all das hinaus evoziert der nackte, in einem Gewirr aus Kabeln willenlos zuckende Stelag ein Bild radikaler Ausgeliefertheit und verschiebt sich zu einer Ikone zwischen Nietzsches Dionysos und dem gekreuzigten, sakralisiertes Opfer, der eine Märtyrer, der andere. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.